Bergenet, Lord Falkland Patli, Serkes Kassili Bergenet, Lord Falkland Patli, Serkes Kassili Bergenet, Lord Falkland Patli, Lord Falkland Patli, Serkes Kassili Bergenet, Lord Falkland Patli, Serkes Kassili Bergenet. Bitte um neue Karten. Bitte um die Ansätze und das Spiel. Wollen Sie bitte vorne sitzen? Ja, gerne. Bitte reichen Sie mir das. Wer leitet denn die Untersuchung? Die türkischen Behörden. Was, Sie sagen? Nicht die Engländer? Nein, nein. So. Es kann auch gesetzt werden. Ich bitte die auch nachzumischen, ja? Ich bitte um die Ansätze und das Spiel. Alles gesetzt? Wollen wir egartieren? Nichts geht mehr. Ab dafür. Ich gebe. Aber warum regen Sie sich denn auf? Beliebt war ja gerade nicht der Lord Falkland. Kann man ja nicht gerade behaupten. Oder war er das? Wie? Darf man das wohl nicht sagen, nicht? Nein. Darf man schon sagen. Ja, kommen Sie, gehen Sie mal her. Sie sind ein Schal hier. Hier zieht's heute wieder. Ein grässliches Land mit diesen ewigen Temperaturunterschieden. Bisschen doll hat das ja getrieben, der gute Lord. Ich setze noch. Das geht leider nicht, Exzellenz. Das Spiel ist schon im Gange. Aber gewiss doch, gewiss doch. Ich bedauere. Ja, wie viel wollen Sie denn setzen, Exzellenz? 10 Francs. Ich bitte darum. 5 Francs. Guten Abend, Frau Oberst. Ach. Gut, dass ich Sie treffe. Ich suche Sie. Oh, bitte? Chef, ich wollte mich mit Ihnen etwas über den Fall Falkland unterhalten. Bitte? Tja, der Fall Falkland. Die Lady ist ja nun frei, aber es steht nicht gut um sie. Die Cousine Falklands, Lady Edith, behauptet nämlich, Lady Mary habe den Fürsten Tschernowitz zu der Tat veranlasst. Aber das ist doch Wahnsinn. Tja, Wahnsinn oder nicht. Wenn es zum Prozess kommt, wird, wie Sie sich denken können, manches aufgerollt werden. Auch Beziehungen der Lady zum Fürsten Tschernowitz. Und wie ein solcher Prozess auch ausgeht, Lady Mary wäre kompromittiert. Ja. Wenn Tschernowitz der Mörder wäre. Aber stellen Sie sich einmal einen Täter vor, der nicht Tschernowitz sein würde. Nehmen Sie zum Beispiel einen Zeugen, an einen Zeugen des ganzen tragischen Konfliktes zwischen Lady Falkland und ihrem Gatten. Ein Mann, der klar erkannt hätte, auf welcher Seite das Recht war, ein Mann, der aus freiem Willen die Partei des Schwächeren gegen den Starken ergriffen hätte. Hm. Stellen Sie sich vor, dieser Mann sieht, wie Lord Falkland seiner Frau eine Unterschrift erpresst, die ihr das Letzte, das Kind, raubt. Er stellt ihn, will ihn zwingen, seinen schändlichen Plan aufzugeben. Falkland schießt, ein Kampf, er fällt. Der Mann beugt sich über ihn, nimmt aus Falklands Tasche das große rote Portefeuille, in dem sich das verhängnisvolle Dokument befindet. Es ist neblig. Niemand hat ihn gesehen. Er vernichtet das Dokument.
Die Brieftasche behält er als Beweis für seine Täterschaft. Sie haben eine seltsame Vorstellungskraft, Herr Oberst. Vielleicht haben Sie recht. Dann ist Czernowitz unschuldig. Ich kann Sie nicht zwingen, den Namen Ihres Unbekannten zu nennen. Aber es gibt eine höhere Gerechtigkeit, die mit anderen Maßen misst als unsere irdische. Ihr Unbekannter wird seine Tat vor seinem Gewissen zu verantworten haben. Und Sie, Herr Oberst, werden Konstantinopel verlassen. Unsere schöne Stadt war kein Boden für Sie. Verzeihen Sie, es war offen draußen. Ich möchte bitte Herrn von Sevigny sprechen. Der gnädige Herr ist heute Mittag abgereist. Schon abgereist? Ja. Ich packe nur noch die Koffer. Und in den nächsten Tagen fahre ich auch nach Paris. Nach Paris? Grüßen Sie ihn. Von wem, bitte? Lady Falkland. Sagen Sie ihm, ich werde mich freuen. Ich werde mich sehr, sehr freuen, von ihm zu hören.